WM-Feeling wenige Tage vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien? Noch ist die Republik nicht ganz im Fieber, aber zumindest das Klima stimmt in etwa mit dem in Südamerika überein. Um einzustimmen auf die WM hatte Lotto Rheinland-Pfalz nach Bad Bertrich geladen. Schmuckes Ambiente im Kurgarten, viele Fußballgrößen zu Gast und ein Motto: alle verzaubert der Ball. Der Name sagt schon, dass Fußball die ganze Welt verzaubert, und wir wollen heute feiern 60 Jahre das Wunder von Bern, 65 Jahre Lotto Rheinland-Pfalz. Wir sind kurz vor der WM und sind hier in einem wunderschönen Ambiente und wollen uns auf die WM einstimmen. Eine WM, die, seit Samstag ist es Gewissheit, ohne Marco Reus stattfinden wird. Verletzung im letzten Testspiel. Schlimmer geht's nimmer für einen Fußballer. Wie schwer wiegt der Ausfall des BVB-Stars? Ich glaube, sehr schwer, weil er war erstens mal ein Spieler, der einen Unterschied ausmachen kann in so engen Spielen. Und er war, glaube ich, als einer von den wenigen fast bei 100% Leistungsfähigkeit. Und ihn zu ersetzen, ist, glaube ich, extrem schwer. Ich finde das wirklich sehr schade, dass so ein Junge in dieser letzten Test ausfällt. Man kann sich in seine Situation versetzen, und das ist wirklich eine kleine Katastrophe, wenn man kann nicht an der Weltmeisterschaft fahren. Aber ich denke, das ist die deutsche Nationalmannschaft so besetzt, dass die anderen können das oder müssen das kompensieren. Und das ist mehr dann ein Einzelschicksal, mindestens, denke ich, wird Ergebnisse von Nationalmannschaft betreffen. Einer, der weiß, wie es ist, Weltmeister zu werden, wenn niemand damit rechnet, ist Horst Eckel. 1954, Bern, ein legendärer Titel. Damals prasselte der Regen unaufhörlich nieder im Wankdorfstadion. In Brasilien wird es wohl kaum Abkühlung geben. Viele sprechen über das Klima. War das früher eigentlich auch ein Thema? Ja, bei uns war es egal, was für Klima das mal gehabt haben. Wir wollen Fußball spielen, das haben wir auch gemacht. Bei uns war da nicht, ob es geregnet hat oder ob die Sonne. Der einzige Spieler, der bei uns ein bisschen in der Sonne Angst gehabt hat, das war der Fritz Walter. Aber sonst die ganze Mannschaft hat keine Rolle gespielt, was er wette, dass es war. Doch wer macht am Ende das Rennen um den Weltmeistertitel? Wolfgang Kleff etwa tippt auf Belgien. Viele aber denken wie Stefan Kunz. Ich denke schon, dass Brasilien weit vorne sein wird. Vielleicht auch die Argentinier. Und dann natürlich so die Klassiker. Die Spanier werden sicherlich auch ein Wort mitreden. Und ja, hoffentlich wir. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, der Weltmeister, der physisch die größten Reserven hat. Und wie stark sind unsere Jungs? Wie weit kann Deutschland kommen? Die Nation tappt auch nach dem 6:1 gegen Armenien noch im Dunkeln. Das Löw-Team noch immer auf der Suche nach der Form. Was erwarten die Fußballexperten? Ich denke, das wird nicht einfach. Es gibt mehrere Faktoren, was sprechen leider Gottes in dieser Richtung. Das wird nicht einfach, weil wir spielen in Südamerika. Klimatisch ist das nicht einfach für die europäische Mannschaft. Und weil die Nationalmannschaft hatte viele Probleme mit Verletzungen, mit Ausfällen von Spielern. Einige sind da, aber sind nicht momentan noch immer nicht an die Ebene, was ist notwendig. Das sind die Störfaktoren. Und meine Meinung, die sind intensiv. Trotzdem, wir haben einen tollen Kader, wir haben wirklich eine Auswahl, was ist einer von besten auch Welt, und das ist das, was gibt mir Optimismus, dass Deutschland kann Weltmeister werden. Ja, im Fußball ist es immer schwer, Voraussagen zu machen. Aber ich traue schon unserer Mannschaft zu, dass wir jetzt bestimmt unter die letzten vier kommen. Und wenn man unter den letzten vier ist, dann hat man auch eine Chance, Weltmeister zu werden. Und wie gesagt, das traue ich unserer Mannschaft auch zu. Aber es ist halt, Voraussagen ist immer ganz schwer. Grundsätzlich bin ich optimistisch, aber jetzt so, wie es sich im Moment darstellt, glaube ich, wird es sehr schwer, das Halbfinale zu erreichen. Die ganze Zeit bin ich davon ausgegangen, dass wir unter die letzten vier kommen können. Das sehe ich jetzt im Moment ein bisschen gefährdet. Das klingt nicht bei allen nach purem Optimismus, aber wie heißt es so schön? It ain't over until the fat lady sings. Am Ende sangen übrigens die Mainzer Hofsänger You'll never walk alone. Möge es bis nach Brasilien klingen. Jungs, viel Erfolg, macht was draus.